und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir begeben uns jetzt auf die Dokumi. Das ist ein anderes Video als sonst. Aber das ist okay. Ich werde versuchen, vielleicht öfter zu vloggen. Wir werden gucken. Aber wir gehen jetzt los. Bis irgendwann. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen wird, aber wir werden das alles in Erfahrung bringen. Ziemlich schnell, also irgendwie habe ich die Zeit nicht so wahrgenommen, als ob es halt ein ganzer Tag war. Aber ja, ich habe natürlich halt ein paar Sachen mitgehen lassen. ich denke, morgen wird noch was dazu kommen. Aber was ich heute so mitgenommen habe, also eigentlich hier, die ist mein Neffen. Weil ich habe ja meine Glückskatze. Ja, das ist ja ganz toll. Das ist toll. Und er mag es halt sehr gerne. Und deswegen dachte ich, ich bringe ihm halt auch eine mit. Ja. Und den süßen kleinen Fratz habe ich auch. Ja, das ist vielleicht nicht viel, aber ich bin ein glücklicher Mensch damit. Und ja, es war sehr schön heute. Ich hoffe, morgen wird auch nochmal so schön. Aber ich gehe davon aus, weil, keine Ahnung, es kommen halt noch ein paar coole Leute. Und wir bringen nochmal ein bisschen Zeit mit ein paar coolen Leuten. Dementsprechend sehe ich nicht, warum es nicht gut werden sollte. Ja. Dann gucken wir morgen einfach weiter, wie es dann wird. Bis dann. Outfit of the day, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Tag 2 beginnt jetzt. Yay! Derjenige, der hier invalide ist und hier hingezogen ist nach NRW, muss ganz ehrlich sagen, bisher lohnt es sich. Also ja, vielleicht werde ich ja mal bei Jenny ein Videogast sein. Ich kann das nicht in die Zukunft sein. Nein. Du musst richtig sexy in das Pickup rein. La la la, wir hören dich. Hallo. Elena. Hallo. Es ist schön, hier zu sein. Ich habe die Jenny getroffen. Nein, ich darf nicht lachen. Ich bin nervös. Es ist schön auf der Dokumi. Und ich freue mich, dass ich in dem Vlog sein darf. Die Jenny ist voll süß. Und sie hat mich geknut. An den Pride Month. Und ja, danke schön, Jenny, dass ich in deinem Vlog sein darf. Und viel Spaß bei dem Vlog. Aber bei Pickup. Prinz! Nein! Okay, die Dokumi ist jetzt halt komplett vorüber. Das sind die Dinge, die
mach mich traurig. Aber es war, ich bin am Film. Und ich werde dieses Jahr auch wieder gehen, wenn es mir erlaubt wird. Im Sinne von, dass es sich halt Zeit hat und sowas. Aber es wird schon klappen. Ich werde alles dafür geben, dass ich komme. Weil es ist einfach jedes Mal schön. Es war noch schöner als letztes Jahr, deswegen. Yes. I'm a happy bitch. Okay. Ich habe neue Sachen noch geholt. Wie ich schon gesagt habe. Und hier möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Poncho. Oder sowas in der Art halt. Und das ist sehr süß, weil es so ein bisschen an ein bisschen erinnert. I like. Es hält schon. Ich habe schon getestet. Ja. Und ein großer Pool. Guckt euch das bitte an. Es ist gefühlt größer als ich. Aber das ist okay. Dinge, die groß sind, mit denen man kuscheln kann, sind immer gut.